Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Altana. Montague Keen durch Veronica Keen. Channeling vom 9. April 2017. Übersetzt durch Robert James Lee's Project. Nun ist es für alle zu sehen, wie das Weiße Haus infiltriert wurde. Erinnert ihr euch an das erste Mal, als Donald Trump das Weiße Haus besuchte? Wie zuversichtlich er aussah? Ein Mann, der sich darauf freute, sein Amt anzutreten. Erinnert euch daran, wie schockiert und verwirrt er nach seinem Treffen mit Obama wieder auftauchte. Seine Zuversicht und Aussagen hatten sich verändert. Ihm wurde mitgeteilt, dass man nur dem Namen nach Präsident ist und der tiefe Staat, Deep State, die Entscheidungen trifft. Doch Donald Trump weigerte sich, das zu akzeptieren. Er verfolgte die Pädophilen des tiefen Staates und er war erfolgreich. Das hat dem tiefen Staat nicht gefallen. Sie mussten eine Möglichkeit finden, um ihn aufzuhalten. Also entfernten sie Trumps Leute von ihren Posten und ersetzten sie durch ihre eigenen. Doch auch das genügte ihnen nicht. Über seine eigene Familie machten sie ihm Druck. Seid euch im Klaren darüber, dass der tiefe Staat ihn loswerden will, denn sie können ihn nicht kaufen und auch nicht beherrschen. Das ist wichtig, meine Freunde. Der tiefe Staat will, dass ihr, das Volk, euch gegen Donald Trump wendet und es so für sie erledigt. Es ist wichtig, dass sie ihn weiterhin unterstützt, indem ihr ihm helft, die Gesamtlage zu verstehen. Die Tage des tiefen Staates sind gezählt. Helft ihnen nicht dabei, noch länger an der Macht zu bleiben. Sie wurden entlarvt und die ganze Welt schaut entsetzt zu. Trump ist ein Gefangener im Weißen Haus. Der Menschheit unbekannte Technologien werden eingesetzt, damit Präsidenten die Arbeit für die Kabale verrichten. Das ist das Böse in seiner reinsten Form. Auf diese Weise wurde eure Welt über Jahrhunderte beherrscht. Ihr habt in der Vergangenheit gesehen, was mit Präsidenten geschieht, die für das einstehen, woran sie glauben. Trump will eine Welt, die frei ist von der Herrschaft finsterer Mächte. Kein Politiker würde euch die geben. Sie haben ihre Seelen bereits verkauft, als sie in die Politik gingen. Ich bitte euch selbst zu überprüfen, was in den folgenden Videos gesagt wird. Alles wird in einfachen Begriffen erklärt. Die Links zu den Videos befinden sich auf der Textversion dieses Artikels. All hands on deck. You can help dismantle the deep state. Alle Mann an Deck, ihr könnt helfen, den tiefen Staat zu demontieren. Betrayed by Ivanka. Another look at Trump's missile strike. Von Ivanka verraten, eine andere Perspektive von Trumps Raketenangriff. Der Event soll in Kürze stattfinden und durch ihn wird so viel mehr herauskommen. Seid bereit. Alles, was ihr gelernt habt, sei es in der Schule, auf der Universität oder in eurer Familie, ist grundlegend falsch. Ihr wurdet belogen und das maßlos. Ihr müsst von vorn beginnen mit der Wahrheit. Helft einander, die Wahrheit zu verstehen und zu akzeptieren. Religion hat in dieser großen Täuschung eine bedeutende Rolle gespielt. Auch sie muss entlarvt und beseitigt werden. Der tiefe Staat ist nicht zu 100% menschlich. Das geben sie nur vor. Sie mögen die Menschen nicht, sie wollen bloß, was ihr habt. Menschen umzubringen ist für sie völlig normal. Das Trinken menschlichen Blutes ist viel weiter verbreitet, als ihr euch vorstellen könnt. Bis jetzt wurde dies gründlich verborgen. Die Geschichte zeigt, dass sie für dieses Verbrechen gegen die Menschheit aus vielen Ländern geworfen wurden. Ihr Erfolg darin, wieder in diese Länder zu gelangen, zeigt, wie clever sie dabei sind, die menschliche Rasse zu täuschen. Ihr gewinnt die Schlacht. Alles wird schon bald enthüllt werden. Dann ist es an euch, zusammenzukommen und die Welt wiederherzustellen. Alle Gifte müssen aus dem Boden beseitigt werden, damit er wieder Nahrung erzeugen kann, die für den menschlichen Verzehr geeignet ist. Die Gifte aus Wasser und Luft müssen ebenfalls beseitigt werden. Eure Gesundheit wird wiederhergestellt. Regierungen werden vom Volk gestellt und für das Volk arbeiten. Friede allen Menschen wird ihr Mantra sein. All das steht quasi schon vor eurer Tür.
heißt es in eurem Leben willkommen. Arbeitet damit, um die Erde wiederherzustellen. All die Hilfe, die ihr benötigen werdet, wird zu eurer Verfügung stehen. Die Wiederherstellung der Erde ist ein gewaltiges Projekt und alle Seiten des Lebens sind an ihm beteiligt. Die Kabalen verlieren mit jedem Tag ein wenig mehr Kontrolle. Schon bald werden sie ihre Niederlage akzeptieren müssen. Sie haben sich ihren Weg an die Macht erlogen und betrogen. Dies wird nie wieder erlaubt werden. Die Falschflaggen-Events der Kabalen werden immer zahlreicher. Doch sie haben ihre Wirkung verloren, denn ihr kennt sie nun und durchschaut sie. Was werden sie sich als nächstes ausdenken? Es ist an der Zeit, dass sie ihre Koffer packen und sich vorbereiten, die Erde zu verlassen. Sie haben von Blut, Schweiß und Tränen der Menschheit gut gelebt. Sie werden gezwungen sein, die Erde am selben Punkt zu verlassen, an dem sie sich gewaltsam Zugang verschafft haben. Die Zukunft, die ihr nun gerade schafft, wird sicherstellen, dass sich die Erde wieder in das Paradies verwandelt, das sie einst war. Jeder von euch ist auf der Erde, um sicherzustellen, dass dies geschieht. Die Lebensweise der letzten 2000 Jahre wird zurückgelassen, denn sie hat den Niedergang der Menschen verursacht. Die Menschen haben damit begonnen, die Erde zurückzufordern und Frieden und Harmonie wiederherzustellen. Betet für Mr. Trump, denn er benötigt göttlichen Schutz und Führung. Gebt ihn nicht auf, denn das wollen die Kabalen von euch. Eure Zukunft liegt in euren eigenen Händen. Behandelt sie gut. Meine Liebe, eine weitere schwere Woche. Viele andere werden ebenfalls angegriffen. Es dauert nun nicht mehr lang. Auf ewig dein dich verehrender Monty. Mitteilung von Veronica. Gibt es einen Anwalt im Bereich von Los Angeles, Kalifornien, der freundlich genug wäre, mir einmalig Hilfe zu leisten? Ich und auch die Menschheit wären ihm zutiefst dankbar.